Anfang war es eigentlich schon ganz schön makaber, wie wir da reingegangen sind und die Häftlinge gesehen haben. Also wir haben vorher noch nie, also ich habe vorher noch nie Kontakt mit irgendwelchen Verbrecher oder ja, Häftlingen gehabt. Und dann haben wir halt zum Spielen angefangen und umso länger, dass wir gespielt haben, umso mehr hat man gesehen, dass die Leute aus sich rausgekommen sind. Und dann haben wir eigentlich, ob nach einer Dreiviertelstunde haben wir das komplette Publikum auf unserer Seite gehabt. Also wir haben es dann nicht mehr als Häftlinge gesehen, sondern einfach als ganz normales Publikum, die was auch gerade dran haben. Und ja, da hat man auch gesehen, die Rockabilly-Leute, so Rock'n'Roll-Leute, die haben sich über jede Elvis- oder Buddy Holly-Scheibe, was wir gespielt haben, extrem gefreut und vorher schon rausgeschrien. Und ja, das war's, normal hast du das auch nicht, aber die haben einfach, da haben wir gesehen, die sind aus ihrem Gefängnisalltag rausgekommen und haben einfach einen schönen Tag gehabt. Also das war jetzt ein echt spitze Konzert. Es sind gerade so viele Emotionen in mir, dass ich eigentlich gerade fast blären konnte, weil es einfach, ich habe halt einfach zu Beginn wirklich nicht gewusst, wie wir da ankommen. Und man spielt ja auch nicht alle Tage in einer JVA und dann klären wir in Deutschland. Und boah, das war echt ein Wahnsinnspublikum und wir sind super angekommen. Irgendwie haben sie uns beim ersten Ton, den wir gespielt haben, haben sie uns eigentlich schon gehabt oder wir sie. Das hat einfach gepasst und die Stimmung ist einfach bis zum Schluss immer besser geworden. Also der Auftritt im Gefängnis war natürlich ganz einzigartiges Erlebnis und eine Wahnsinnserfahrung für uns alle. Ja, nächsten Tag dann ab in die Schule in der Früh, das war natürlich ein harter Cut. Und es war für uns wieder einmal spannend, wieder einmal so früh aufstehen und in einer Schule spielen am Vormittag. Aber es war super, weil die Stimmung war gut, die Kinder bzw. auch die Jugendlichen aus alle Altersklassen zum Gymnasium haben richtig Spaß gehabt, haben voll mit da, mitgelatscht, mitgesungen und das ist schön zum Sehen auf so einer Tour. Das ist diesem, das geht, das macht Spaß. Das waren jetzt zwei lässige Tage. Wir haben angefangen mit einem Konzert in der JVA, dann in einem Musikgymnasium und jetzt zu guter Letzt noch in der Psychiatrie.
Das Publikum war immer voll dabei und das war wirklich schön zum Sehen. Gute Laune und gute Stimmung zu verbreiten ist unser Job und genau so sollte das Tourleben und eine Tour abbrennen. This is the way it goes, my dear.